Große Vorfreude im Stadion an der Lohmühle. Insgesamt 2463 Zuschauer sind vor Ort. Die Fußballromantik kehrt mehr und mehr in Deutschland Stadien zurück. Die Fans des VfB Lübeck können aber nicht in bedingungslose Feierlaune verfallen. Dafür ist der Gegner heute einfach zu gut. Lübeck empfängt den VfB Oldenburg. Die Gäste mit Abstand Tabellenführer haben beste Chancen auf den Aufstieg, den man ja auch so gerne in Lübeck erreicht hätte. Jetzt hat das Team von Lukas Pfeiffer zumindest die Möglichkeit, den Oldenburgern eins auszuwischen. Das geht aber nur mit einem Sieg. Lübeck in Weiß, nach diesem Eckball Herbst auf Usun und Gruppe mit der Chance auf der Linie geklärt. Glück für Oldenburg in dieser Situation. Die Mannschaft von Lukas Pfeiffer jetzt etwas besser in der Partie. Kurz vor der Pause Freistoß Amamo. Bringt ihn auf Chopper! Schon in der Nachspielzeit geht Lübeck doch noch in Führung. Das 1:0 durch Mateusz Czapa. Der Pole mit seinem vierten Saisontreffer profitiert davon, dass er vollkommen alleine gelassen wird. Perfekt platziert, bringt die Lübecker Fans zur Pause in Feierlaune. Diese hält aber nicht lange, denn Oldenburg kann jetzt nachsetzen. Brandt vollkommen frei zum Ausgleich. Nach 48 Minuten steht es wieder 1:1 durch Raphael Brandt. Der 27-Jährige steht goldrichtig, schiebt den Ball an seinen Gegenspielern vorbei. Gründemann im Tor kann nur noch hinterher schauen. Der Tabellenführer jetzt spielbestimmend. Kaisis auf Adetula. Zieht in die Mitte. Adetula! Spiel gedreht, 68. Minute, das 1:2 für Oldenburg. Ayodele Adetula mit seinem 8. Saisontor und ein wunderschönes dazu, auch wenn der Torwart hier nicht gut aussieht, den muss er eigentlich haben, rechnet hier nicht mit dem Treffer zur Freude der mitgereisten Fans. Lübeck verunsichert, Brackelmann, Ifjordigo kommt noch dran, Missverständnis mit dem Keeper, nochmal gut gegangen für die Gastgeber. Die jetzt nochmal alles nach vorne legen. Weiter Freistoß. Aber der Kopfball nicht gefährlich für Pelle Bewink im Tor der Oldenburger. Das bleibt zugleich auch die letzte Szene der Partie. Lübeck und Oldenburg trennen sich am Ende mit 1:2. Die Gäste bleiben souverän Tabellenführer. Die Stimmen zum Spiel jetzt bei Frederik Wöhl. Erste Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen. In der Kabine haben wir gesprochen, dass wir einfach in die Zweikämpfe gehen müssen, alles annehmen müssen, dass wir das Spiel auf jeden Fall drehen können und das auch drehen wollen. Das haben wir gemacht und wurden belohnt mit 3 Punkten. Ich finde, wir haben 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Ist dann bitter, dass wir dann durch einen kleinen Fehler dann natürlich das 2:1 bekommen. Aber im Groben und Ganzen fand ich, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, alle mitgezogen. Ja, darüber bin ich sehr happy. Wir haben Charakter in der Mannschaft. Wir wissen, worum es geht. Wir haben alle dasselbe Ziel. Und ja, dann reicht das einfach in der Kabine mal 15 Minuten runterzukommen, miteinander zu sprechen, worum es geht. Und dann kommen wir raus und setzen das auch um, was wir von uns vornehmen. Ja, wir hatten jetzt auch viele Ausfälle. Wenn die Spieler zurückkommen, ich denke, dann wird das auch nochmal was anderes. Und dann sieht das, glaube ich, besser aus. Mit der Niederlage bleibt Lübeck vorerst auf Tabellenplatz 8.